Herzlich willkommen zurück zu Splatoon 2 in der Octo Expansion. Weiter geht's. Der letzte Strecke. Die letzten Sets abholen oder das letzte Set abholen. Und damit wir alles aus der Octo Expansion geholt haben. Abgesehen von natürlich jedem Credit, der irgendwo rumliegt. Boah, nur Instabombe, das ist mir zu hart. Wir machen das. Tintenkiller. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, könnte cool werden. Ich mochte die Dinger eigentlich. Oh, krass. Ja, ich weiß, der will da durch, aber das ist gerade ganz gut, dass er da nicht durchkommt. Obwohl. Attacke! Er macht die nämlich auch platt. Keine Tinte mehr. Oh oh. Justin, wir haben ein Problem. Dankeschön. So, fahr mich mal da lang. Scotty. So, jetzt muss ich hier einmal hoch. Ich muss dich leider verlassen. So. Fahr mal bitte runter. So, Tür auf und dann verstecken. Chrissy. Und ihn auch. Das ist so gut. Oh nein, ich fall runter. Aua. Nein, 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 nicht cool. Nein. So war das nicht geplant. So war das ganz und gar nicht geplant. Du bist geliefert, mein Freund. Oh shit, die kommen wieder hoch, ne? So langsam, aber sicher kommen die wieder hoch. Ihr seid ganz schön anstrengend. Könnt ihr bitte drauf gehen? Oh, nicht cool. So, erstmal wieder hier hin. Hallo, hier gibt's frische Tinte. Komm mal zu mir. So, Tintenkiller, let's go. Diesen Weg. Da kann ich auch hoch. Was gibt's denn hier? Oh. Mal dahin. Oh, nicht cool. Hilfe. Der gerade selber die Trommel erwischt. Ah, das Ding fährt mit hoch, deswegen. Ach so, und ich musste eh alle Gegner besiegen. Ja gut. Ja, dann. Moment, das muss runter. Okay. Ist ja anstrengend. Das ist ja sogar anstrengend dann. Komm, let's go. Sieht's weh. Da musst du lang. Geht doch.
Okay. Wusste jetzt nicht. Ich war jetzt nicht safe, ob ich da durchkomme, wenn ich mich einfach nur ducke. Sind so eifrig am Putzen immer. Oh, das ist echt ein Problem, du. Wieder runter. Will ich hier schnell wieder hin? Und alles so für Rüstung. Warum habe ich mir die Rüstung jetzt geholt? Ich hätte von unten erstmal, aber von oben erstmal gucken sollen, was das ist. Bevor ich irgendwo hinspringe. Hilfe? Ah! Ah, schneller! Yes, okay. Ein Sprungbrett auf seinem Kopf. Wie gut ist das denn? Bitte! Und rein da. Okay, cool. Okay. Warum sollte man das tun? Um besser vom Gegner zerstört zu werden, eindeutig. Komm mal her. Tintenkiller, ich brauch dich hier. Boah, da klatscht es ganz viel hin. Ah, fast cool. Wir haben fast alle Ringe bekommen. Ihr seid ganz schön anstrengend, wenn ihr so ein Ding auf dem Kopf habt. Mehr Fischeier. Gebt mir die Fischeier. 25. Und du willst doch da hingucken. Er hat mich sabotiert. Oh nö, jetzt muss ich da wieder hin. So. Oh, das war aber schlechter als vorhin. Den Ring kriege ich noch. So, jetzt haben wir ungefähr Gleichstand. Oh lol, ich kann hier gar nicht. Ja, ist ein Problem. Kannst du das mal sein lassen? Danke. Er frisst hier alles weg, ey. Ah, verdammt. So, die holen wir uns noch. Okay. Was habe ich erwischt? Oh. Sehr gut. Wieso ist das angegangen? Ich hab's nicht erwischt. Oder ist das so ein automatisiertes Ding? Das ist so gemein, aber wir haben es geschafft. Ah. Cooles, aber anstrengendes Level, weil Tintenkiller immer... Ach, die sind immer so unberechenbar teilweise. So, jetzt kommen wir mal... in die Level, die wir noch gar nicht freigeschaltet hatten. Und das kann eigentlich nur noch schwerer werden. Oh lol. Oh, das wird ein cooles Level, glaube ich. Drei Achterkugeln in einer Reihe. But how? Moment. Ah, so. Von oben rein. Okay.
Frage ist... Das war sehr gut. Na. Die vierte und letzte Kugel. Okay. Nicht da oben rein. Nicht da rein. Oh, ich kann die wieder rausholen. Kann ich die auch wieder rausschießen? Ah, endgeil. Okay. Ich kann die doch wieder rausschießen. Was ist das für ein Bullshit? Oh, dieses Spiel. Ich kann die doch wieder rausballern. Ich habe jetzt echt damit festgerechnet, dass ich die einfach wieder rausballern kann. Okay, da wollte ich vorhin einen drin haben. Hat nicht geklappt, aber okay. Okay. Ich will die irgendwie nicht links haben, weil links habe ich das Gefühl, kriegt man die ganz schwer hin. Irgendwie fitschen die. Nein, 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 nein. Achso. Okay, ich hole mal eine raus. Oh, lol. Ich lasse jetzt einfach eine immer liegen. Weil wozu? Oh, das war uncool. Nein. Na. Frage ist, wo möchte ich die jetzt drin liegen haben? Okay. Kann das nicht einfach nach rechts passieren? Warum fitschen? Da, guck mal, die fitschen immer nach rechts. Na, immer nach rechts, die Kackkugeln. Komm schon. Und da gibt's keine Zeit hier. Na, verdammt. Ach, komm schon. Jetzt geh schon da hoch. Ja, 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 ja. Nein. Was? Oh, auch nicht schlecht. Komm du bitte mal raus. Die fitschen ja eh mal nach rechts. Jetzt, als ob ich da oben jetzt treffe. Das wäre es jetzt gewesen. Na komm. Nein, nicht da rein. Ein weiter hoch. Nein, nicht da rein. Ein weiter hoch. Jetzt habe ich bald alle durch. Ich habe jedes Loch getroffen, nur oben rechts noch nicht. Ja, ja, ja. Oh. Das ist. Wieso? Das macht überhaupt keinen Sinn, wie die fallen manchmal. Okay, auch nicht schlecht. Ist sogar besser. Will da nicht raus. Jetzt soll die hier liegen bleiben, in der Mitte. Nein! Oh, fetzt doch nicht so weit in die Richtung. Ach ja! Okay. Komisch, nach rechts konnte ich so ganz sachte jedes Loch erwischen. Aber jetzt hier gerade? Ist die Arena irgendwie rechtslastig oder so? Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh lol. Ich kann die bestimmt auch rausfetzen. Das finde ich so cool. Ja, nein. Och, komm. Die hüpfen nur nach rechts. Muss ich links von denen schießen, damit die nach links hüpfen? Weil wenn ich rechts von denen schieße... Warte, jetzt versuche ich's. Nö, die kennen nur rechts. Ich kenne nur rechts. Oh, come on. Da waren jetzt zwei Kugeln. Die... Oh, das war schön gerade nach oben. Ich probiere jetzt was anderes. Das klappt ja nicht. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh, es waren drei in der Reihe. Okay. Okay, jetzt war gut. War so nicht geplant. Aber es war okay. Alles gut. Oh, hat das lang gedauert. Die konnten aber nur nach rechts hüpfen. Voll dumm. Aktiviere die Schalter und erreiche das Ziel. Okay. Gehe davon aus, dass wir im nächsten Part dann das letzte Dings holen. Disperser oder Klecksroller? Der Tipp ist der Disperser. Let's go. Gibt's da mehr Kohle für, also nehmen wir den. Oh, mein Schalter. Okay. Was? Muss ich den Schalter nochmal drücken? Ah. Mein. Wieder den Schalter drücken. Sag mal. So, das lasse ich mal einfach. Lass den mal schön rot, bitte. Nein, 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 nein. Tschüss. So. Oh, nicht ihr. Schnell hoch. Okay, danke. Das war gut. Ich hasse die Dinger nämlich. Ach so, klar. Oh, lol. Ich wusste nicht, dass man an dem Schalter hochschwimmen kann. Ei. Ach du Scheiße. Hilfe. Was eine Plattform. Ich krieg dich. Okay, den Schalter haben wir. Erstmal alle färben. So, und jetzt die umfärben. Er gefärbt hat. Und tschüss. Okay, cool. Wir nähern uns wirklich dem Ende. Und das in guten Schritten, muss ich sagen. Wir können das Ding zwar schon lange holen, wie gesagt, weil wir von der anderen Seite schon die ganze Strecke freigeschaltet haben. Aber im nächsten Part machen wir bringe die Achterkugel zum Ziel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.